Angriff von beiden Seiten. No! Oh ja! Hau sie! Aber ich glaube, also man merkt schon, dass die Grafik wenigstens so ein bisschen poliert ist. Also, ich kann mir gut vorstellen, wenn man das jetzt die PS1-Version spielen würde, wäre das schlimmer, oder? Weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Genug gefaselt, schnappt ihn! Tschüss! Bye bye. Cloud ist nicht gekommen. Cloud, ob er getötet wurde? Niemals. Niemals. Cloud. Sag mal, meinst du, Cloud kämpft bis zum Ende für Avalanche? Woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Wenn ihr nicht alle so ausgeflippt wärt. Hä, Barrett? Was ist mit unserem Geld? Ah, nichts. Entschuldigung. Oh. Klopf, klopf, klopf. Guten Tag. Cloud! Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Machst dir einen auf Riesen... Machst dir einen Riesenauftritt. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Was? Das ziehe ich dir von deinem Geld ab, du Angeber. Auf, Leute. Es geht los. Folgt mir. Hey, Cloud. Du warst klasse. Hehe. Cloud, nächstes Mal sind wir noch besser. Vorsicht, ich mach's zu. Oh, Cloud, dein Gesicht ist völlig schwarz. Oh, so besser. Oh, Waifu. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Hätten wir sie liegen lassen können und dann wäre sie jetzt nicht da? Wer das gegangen? Letzter Zug aus Sektor 8, Endstation Sektor 7. Depot erwartet Ankunft 12:23, Midgard-Zeit. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Wie? Das ist mein Zuhause. Macht's euch gemütlich. Jetzt werd nicht sentimental. Hock dich hin und halt's Maul. Hast du die Schlagzeile im Shinra-Tagesanzeiger gesehen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus dem Slums. Ein Reaktor in die Luft gejagt, da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Sie müssen einen ziemlich gerissenen Anführer haben, was sie wohl als nächstes anstellen. Offenbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern.
Eines Tages wird Avalanche berühmt. Und ich auch. Bitte, du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Geh mal weg da, ich will... Glaubst du nicht, dass ich eine große Zukunft vor mir habe? Ich würde mich nicht... Sollen wir ihn als Arschloch spielen oder sollen wir ihn nett spielen? Es ist, glaube ich, eine gute Frage. Ich werde... Ach, Zelinkis, danke schön. Und wenn der Hund muss, dann muss er. So. Hast auch nicht viel verpasst. Das ist aber eine lange Zugfahrt, ja. Die Frage ist, Arschloch oder nicht Arschloch? Arschloch, nicht Arschloch, Arschloch, nicht Arschloch. Was sagt ihr? Arschloch. Ich hätte jetzt auch... Ich versuche eigentlich immer, wenn es die Möglichkeit gibt, die Leute als Arschloch zu spielen. Weil ich im echten Leben schon kein Arschloch bin, dann versuche ich es wenigstens so. Spielen wir ihn als Arschloch. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Das ist aber hart, Cloud. Meinst du wirklich, daraus wird nichts? Hey, Cloud. Willst du dir das mit mir ansehen? Eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag sowas. Bomben und Monitore. Weißt du, so abgefahrenes Zeug. Klar. Pass auf, gleich fängt es an. Schnieke, help! Mein Patenonkel will mich mit der Tochter seiner neuen Freundin zu verkuppeln. Was? Boah, verkuppeln finde ich ganz schlimm. Verkuppeln finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Was okay ist, bekannt machen, aber nicht verkuppeln. Lol, viel Spaß mit der neuen Freundin. Wie war das? Wir sind normalerweise keine Arschlöcher. Ganz ehrlich. Triff dich zwei, dreimal mit ihr und dann sagt, nee, du, lass mal. Wenn es wirklich nicht funktioniert, ehrlich. Einfach ehrlich sein. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum. In jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Psst. Der Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zu Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Früher hatte jedes Viertel einen Namen, aber keiner in Midgar erinnert sich. Noch daran. Wo er das gesagt hat, bin ich unbemerkt in mein Zimmer geschlichen. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren, soweit ist es gekommen. Boah. Puh, jetzt hierzu. Schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptreaktor herum. Wir müssen gleich ins Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Sensor, der an die Zentraldatenbank im Shinra-Hauptquartier angeschlossen ist. Sie überprüft die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Jeder sieht, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Das weiß ich. Zelinkis, das wusste ich. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampen bedeuten, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was
viele Gestalten reinkommen. Egal, wir sind sowieso fast oben. Puh, Glück gehabt. Du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Bitte. Okay. Schau, kannst du jetzt die Oberfläche sehen? In dieser Stadt gibt's keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Eine schwebende Stadt, da wird einem ja mulmig. Tschu-tschu! Tschu-tschu! Meinst du das? Hm. Letztens bin ich 27 Kills und 11 Death gegangen mit 14 Runden. Holy shit. Aber 27 Kills ist dann nicht viel, oder? Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist immer für eine Überraschung gut. Die Welt da oben, eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Scheibe müssen die Leute unten leiden. Love me tender, liebe mich, kleine Lokomotive. Choo-choo, Motherfucker. Oder wie war das? Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verdreckt. Ah, okay. Das ist, glaube ich, gut, oder? Ist das gut? Doch, das passt so. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Warum ziehen da nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht, weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ah, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in den Slums. Es ist wie mit diesem Zug. Der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Und noch eine Runde Zugfahren. Ist das da eigentlich Johnny? Kann das sein? Der in der grünen Hose, ist das Johnny? Das wäre mega lustig. Ah, wegen Pentagramm und so. Ah, verstanden. Eda, kommt alle hier rüber. Wenn man so lange bei der Eisenbahn ist wie ich, begegnet man vielen Menschen und erlebt viel. Menschen, die sich begegnen, die sich trennen, Freude, Trauer. Nach einer Weile berührt es einen nicht mehr. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf eure Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von den Explosionen einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Raus hier. Tschüss. Völlig unauffällig. Ich will nur mal ganz kurz da gucken. Nee, warte. Ich will erst mit den anderen beiden reden. Zelinkis, willst du mir jetzt das ganze Spiel erklären oder warum schreibst du das alles? Ich lass dich heute Nacht nicht gehen. Wie? Können wir hier irgendwo allein sein? Wie? Es gibt hier nur den Eisenbahnfriedhof und da spukt es angeblich. Verflixt. Hm? Sehr gern. Ach, Zelinkis, ich werde das trotzdem nicht spielen. Oh!
Ih, was hat er gemacht? War das eine Tentakelattacke? Igitt! Ih! Oder du spielst mit mir. Nope. Macht das Sinn, wenn ich jetzt schon zum Eisenbahnfriedhof gehe? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe erstmal in die Richtung. Werde ich davon abgehalten? Wahrscheinlich schon, ne? Komme ich hier unten lang? Da geht's überall nicht lang. Hier auch nicht. Okay. Oh. Ach, Schnieke, bitte. Muss auch nicht on-stream sein. Nope. Ich spiele das wirklich nicht. Das ist so überhaupt nicht meins. Wie schon gesagt, das Einzige, was ich so an Koop-Shootern spiele, ist, wenn überhaupt, mal Overwatch. Aber das ist auch sehr selten. Ganz ehrlich, beim nächsten Mal habe ich es eh wieder vergessen. Ich bin super schlecht mit Namen. Es tut mir so leid. Also das mit den Namen tut mir wirklich leid. Und Valorant ist absolut nicht mein Spiel. Ja, ich weiß. Oh, wer bist du? Jetzt aber. Huch. Was machst du da? Das geht aber nicht. Hm? Willst du es dir ansehen? Es hat da oben Detonationen gegeben. Wenn der Pfeiler einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Schau nur, das ist gigantisch. Drecks Crossplay. Alle mit allen ganz einfach. Frag mal die Leute, die das programmieren müssen. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Es könnte einfach sein, ist es aber nicht. Ach, was für ein seltsamer, aber schöner Anblick. Gehört alles mir, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Okay, tschüss. That's what she said. Yep. Yo, Cloud, hier drüben, sofort! Entschuldigung! Shut the fuck up! Hey! Ja, wirklich. Ich muss mich doch erstmal umgucken. Da geht's wieder zum Bahnhof, okay. Ist hier unten? Entschuldigung, hier darf man nur mit entsprechender Sondergenehmigung durch. Wie war ich da, wie war ich diesmal? Du musst einen schärferen Ton anschlagen. Aber, ich... So, du meinst Barrett. Mhm. Barrett soll ruhig sein. Das kann er nicht. Johnny! Johnny! Das ist Johnny, oder? Oh, ist das Johnny? Bitte lass es Johnny sein. Ich liebe Johnny. Johnny ist lustig. Explosion, Explosion. Oh Mann, Avalanche ist einfach geil.